Matthias Theodosis tüftelt an neuen Rezepten für das prima Wetter. Noch ist in der Küche alles improvisiert, das soll sich aber schnell ändern. Das prima Wetter-Team setzt in Zukunft noch mehr auf die Gastronomie. Dafür ist Matthias extra aus Ibiza angereist. Chef Philipp Gärtner hat nämlich schon lange nach einem neuen Küchenchef gesucht, in der Region aber niemanden gefunden. Dann haben ihm Stammgäste Matthias vorgestellt. Und er bringt viel Erfahrung aus der Hotel- und Gastronomiebranche mit. Er hat schon in Kanada, der Schweiz und zuletzt über 2 Jahrzehnte auf Ibiza gelebt und gearbeitet. Sein Weg führt ihn jetzt nach Cottbus. Durch Bekannte auf Ibiza, für die ich schon viele Jahre koche in dem Willen, wenn sie ihren Urlaub machen. Und die wussten, dass ich wieder heimgehen möchte. Es langt jetzt 22 Jahre. Ibiza hat sich auch viel geändert in den 22 Jahren. Auch jetzt mit der Pandemie hat sich viel geändert dort. Nicht zum Positiven, zum Negativen. Und die haben mir gesagt, dass hier jemand was sucht mit einem ganz neuen, speziellen Projekt. So, und das habe ich mir angehört und bin jetzt hier und ich finde es sehr interessant. Und ich glaube, dass ich da viel mitwirken kann und vor allem nicht nur mitwirken kann, sondern vor allen Dingen Gas geben kann. Das Prima-Wetter-Team arbeitet gerade unter Hochdruck. Gastronomische Standards ziehen in das alte Güterbahnhofsgebäude ein. Zum Beispiel wird gerade an den neuen Toiletten, der neuen Küche und dem neuen Lüftungssystem gearbeitet. Am 1. Juli soll das Prima-Wetter endlich wieder öffnen. Dann mit Chefkoch Matthias als Verstärkung. Wir wollen einfach auch das Geschäft zwischen 17 und 21 Uhr noch ein bisschen beleben, weil wir finden, man kann hier wunderbar sitzen, man kann hier wunderbar essen gehen, wenn man einen guten Koch hat, den wir jetzt haben. Und wir hatten auch letztes Jahr gute Köche, aber wir hatten nie einen Küchenchef, wir hatten nie jemanden, der richtig ausgebildet ist. Und mit Matthias haben wir jetzt jemanden, der erstens einen Ausbilderschein hat, der Leute anleiten kann und der mir einfach auch die Arbeit abnehmen kann, das Einkaufen und Vordenken und Kalkulieren abnehmen kann. Matthias bringt seinen internationalen Küchenstil nach Cottbus. In die Großstädte zieht es ihn aber nicht mehr. Er hat es lieber ein bisschen ruhiger. Ich habe auf Ibiza immer gewohnt, ständig 22 Jahre. Kleine Insel, auf Menorca noch kleiner und Lanzarote auch. Es war also sehr, sehr ruhig auf diesen Inseln. Ja, und deswegen habe ich Cottbus ausgesucht. Sobald ich Zeit habe, sobald das alles organisiert ist, die Küche steht, das Restaurant steht, dann mache ich den Umzug und auf geht's nach Cottbus. Ab dem 1. Juli ist das Prima Wetter dann wieder zurück, diesmal mit noch mehr leckeren Speisen aus der eigenen Küche.